Gut. Sehr schön. Alarm aufheben. Zack. So. Auftrag erledigt. Achso, den haben wir schon durchsucht. Okay. Jetzt muss ich wirklich aufpassen. Töten Sie mich nicht. Das war's, oder? Ich hab jetzt, ja, ich hab hier unten alles kaputt gemacht. Ja, das war hier das Neonlager, das habe ich zerstört und damit ist die... hier alles erledigt. Ja, perfekt. Aber es gibt noch mehr. Die Männer im Hintergrund, ne? Ja, alles klar. Jetzt muss ich nur aufpassen. Entspann dich, Mann. Du musst nur schneller schießen. Ich könnte auch hier oben gehen. Was? Wer hat mich gesehen? Du kriegst das hin. Entspann dich. Nein, bitte. Schau an. Noch. Und wir haben eine Leiter. Okay. Was? Könnte was sein, ich sehe mal nach. Oh, Scheiße. Neugieriger kleiner Penner. Nicht gut, gar nicht gut. Steht er da unten und guckt hoch. Vielleicht nur eine Ratte? Mist, ich muss aus diesem Lager wieder raus. Von hier aus keine Chance. Ja. Ein PDA. Ein Multitool, das nehme ich mal mit. Okay. Mach keine Fehler, das Labor gehört jetzt zu uns. Hey, Sie! Erledigt. Keine Synthese mehr. Kein Neon. Gut. Sehr schön, dass du es erledigt hast. Ich habe nämlich alles zerstört. Vielleicht komme ich hier irgendwo wieder hoch. Zack. Mist. Egal. Wir brauchen mehr Licht, verdammt. Wir brauchen mehr Licht. Nix gibt's. Ich verschwinde am besten, ohne dass mich jetzt noch hier einer sieht. Ja. Was zum Teufel kommst du denn ins Labor? Okay. Scheiße, was soll das denn? Soll ich etwa Jarvenbock sagen, dass du vorzeitig aufgegeben was hast? Okay, okay. Sehr schön, ich muss jetzt nur wieder zurück. So. Sehr schön. Das war's. Das Neon-Labor ist zerstört. Mal an. Hier wäre ich auch durchgekommen. Wo genau ist denn das? Ach so, guck mal das an. Tja, so findet man alle Wege. Gut. Das Neon-Labor ist zerstört, aber irgendwie war das... Es war ja billig. Ne? Ich habe mich in den Computer reingehackt und das Geschütz hat alles erledigt. Ich habe einen Praxispunkt bekommen. Und das setze ich jetzt endlich ein für meine Lungen, damit sich jeder beruhigen kann. Oh, die sind zwei. Okay. Dann spare ich den Praxispunkt. Dann gehe ich da halt nicht durch. Dann nehme ich halt wieder hier den Umweg.
ist eine Leiche drin. Und irgendwas, was die Leiche scannt oder so. Ja, das gucke ich mir schon noch an. Jetzt bin ich falsch rumgelaufen. Ne? Aber hier geht's ja auch wieder raus. Toll, die Schmuggler sind wieder wach. Na super. Na gut, dann schicke ich die gleich mal wieder schlafen. Es ist weg. Glaube ich jedenfalls. Hoffen wir, dass es so ruhig bleibt. Wir sind so viel. Ja, ja. Zeit zu schlafen. Endlich an der frischen Luft. Solche Leute. Okay, ich glaube, jetzt habe ich hier dieses Viertel habe ich jetzt komplett erkundet eigentlich. Es gibt wirklich keinen Platz, wo ich noch nicht war. Cool, jetzt kann ich hier alles aktivieren. Also gut. Dann gehen wir ins nächste Viertel. Das Neonlabor wurde zerstört, aber es gibt bestimmt in einem anderen Viertel noch mehr Neonlabore, die es zu finden gibt. Gut. Naja, gut, Hä? Moment mal. Wir haben gar keine Nebenmission mehr. Die Wohnung des Wissenschaftlers... des Wissenschaftlers durchsuchen. Ach so? Und wo ist die? Ah ja. Also, dann durchsuchen wir noch die Wohnung des Wissenschaftlers. Schadet nur Menschen und Optis. Ich muss diese synthetische Droge zerstören. Ein Lager habe ich zerstört. Jetzt schauen wir mal bei den Wissenschaftlern vorbei. Vielleicht gibt es noch mehr Lager in Prag. So. Dann schauen wir mal. Ich nehme sogar... Neon. Mir wäre die Blumenausstellung schon wieder eine Neonzüchtige. Das gefällt mir ganz gut. Wir hatten schon genug Ärger. Okay. Mit der Polizei und mit Ihnen auch. Das war's. Hallo, Opti. Der sieht nach Ärger aus. Das ist Scheiße. Ich habe Sie gewarnt. Oh, oh, oh. Machen Sie das mal auf, lassen Sie diesen Anzug. Und Sie haben das Recht zu schweigen. Okay. Wo ist jetzt die... Aha. Hier in diesem Hinterhof also. Und hier ist dann auch die Hauptquest gleich. Ja gut, das trifft sich gut. Dann mache ich das und dann mache ich die zwei Dinger natürlich. Okay. Sonst. Arschloch! Ich muss in diesen Hinterhof. Ich kann nicht glauben, dass Wacker tot ist. Der Mistkerl hat es verdient. Das macht uns das Leben nur schwerer. Glaubst du, man gibt uns die Schuld an seinem Tod? Warum nicht? Von mir aus. Vielleicht benehmen sie sich dann. Wie viele Polizei hier in Prag plötzlich rumläuft. Landstreicher, Optis, Prostituierte, die Stadt. Was haben wir denn da? Okay.
Ich hab doch gesagt, das kann ich nicht. Dieses... Was geht denn? Da ist der Hinterhof. Hey, Kumpel. Tady pan nablejskanej Auk určitě bude mít na rozdávání. Ich verstehe kein Wort. Es tut mir leid. Okay. Schon wieder eine Neonsüchtige. Hey! Hey! Nicht mehr ansprechbar. Na toll. Wo ist jetzt diese Wohnung? Schau an. Könnte ich hacken? Ja. Sehe auch keine andere Möglichkeit. Heißt vielleicht doch. Ja. Mist. Scheiße. Na, Moment mal. Einfach. Nein. Ja. Das wollte ich jetzt nicht. Schauen. Also, die Mülltonne kann ich vergessen. Wie war's mit der Mülltonne? Hinstellen. Aufklettern und Sprung. Leiche. Verdammt. Sheriff, ich habe Orlov gefunden. Er ist tot. Was? Sind Sie sicher, dass er es ist? Naja, ich habe ihn zwar nie offiziell getroffen, aber er sieht genauso aus wie einer der Ärzte aus der Klinik in Alaska, von der ich Ihnen erzählt habe. Damals nannte er sich McFadden. Meine Güte, Adam, was genau ist in dieser Klinik passiert? Ich weiß nicht, ich lag im Koma. Geführt wurde es von der Weltgesundheitsorganisation. Anlage 451. Können Sie sich das mal ansehen? Natürlich. Ich werde seine Leiche und das Apartment durchsuchen. Mal sehen, was ich finde. Eine Zugangskarte für Tai Yong Medical. Interessant. Ein Safe. Mist. Stufe 5. Vielleicht finde ich irgendwo einen Hinweis. Ziemlich viele Medikamente. Ah, ja. Stufe 1. Madam, was? Das verstehe ich jetzt nicht. Egal. Mist. Ich muss enthüllen. Ach du Scheiße. Das könnte gefährlich werden. Das war klar. Schneller, 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 schneller. Und raus. Zugriff gewährt. Sehr schön. Okay. Wir haben die letzten Überwachungspakete erhalten. Bald in Prag. Dringend. Operation aufgeflogen. Besuch ist öffentlich bekannt. Okay. Aber ich habe einen Code. Oder? Nicht. Verdammt. Ich dachte, ich hätte einen Code. Einen Hinweis geben. Ach, noch ein Rechner. Okay. Das ist sogar Vadims Rechner. Okay. Los geht's. Das wird Spam. Und jetzt geht's los. Wobei, wir sind noch immer ungesehen. Alles gehackt und raus. Zugriff gewährt. Sehr schön. Okay, 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 okay. Um aufzuspüren. Verdammt. Okay.
Okay, wieder Credits, aber kein Hinweis, wie ich jetzt diesen Safe öffne. Schränke. Waschbecken. Oh nein, den Kühlschrank wollte ich nicht mitnehmen. Mal gucken im Bad. Mülleimer liegt auch nichts. Eine Bürste. Nichts. Absolut nichts. Okay. Dann muss ich wohl wieder, wohl oder übel, mein Multitool nehmen. Ich will wissen, was da drin ist. Komm schon. Offen. Okay, und Freshheit bitte. Beach Software, vertraulicher medizinischer Bericht. Das ist mein Bericht. Was haben die denn mit dem Bericht von mir zu tun? Das gibt es doch nicht. Was wird hier gespielt? Und warum musste er sterben? Sein? Ne, muss mich wohl auch reinhängen. Ah, egal. Und ist wieder echt kacke. Na, das toll. Ja. Komm schon, komm schon. Ja, wieso denn nicht? Also jetzt check ich's nicht mehr. Das ist ja übel. Verdammt. Ich verlasse es lieber. Das war übel. Okay, probieren wir es nochmal. Also Enthüllung. Ja, dieses Netz, das war ja, das ist ja mehr wie heftig. Woher soll ich es wissen? Anomalie festgestellt. Ja, ja. Ich bin schon weg. Sehr schön. Was haben wir denn da? Moment mal. Ich wurde beobachtet. Die Lim-Klinik. Ein Foto von mir und Alex. Was zum Teufel? Alle meine Schritte werden beobachtet. Wem gehört dieser Unterschlupf? Badi? Der Tote da oben? Schauen wir gleich mal hier auch noch rein. Ach verdammt. Das wäre zu einfach. Komm schon! Wie zum Teufel? Stopp! Komm schon! Nein! Nein! Oh, ich wollte eigentlich Nuke machen. Lockdown. Das war's. Gesperrt. Vielleicht komme ich aber hier irgendwie... Okay. So komme ich natürlich auch rein. Wo geht's denn da oben? Ja. Hi. Ich will kein... Tut mir leid, falls ich unhöflich war. Wäre der Laden leer gewesen,
Wir haben alle unsere Aufgabe, Sedlak. Wie läuft's bei Ihnen? Ich bekomme Respekt vor Kriminellen, die Strohfirmen leiten, verspätete Lieferungen, Nachschubprobleme, Razzien beim Zoll. Aber wenn's doch nur eine Strohfirma ist? Die beste Tarnung ist ein echtes Unternehmen. Praha Dovos ist als internationale Spedition in allen EU-Staaten registriert. Und ich kann innerhalb von 72 Stunden in ganz Europa ein Büro, ein Zwischenlager oder ein Depot einrichten. Haben Sie zufällig mit Agent Chang gesprochen, während Sie dort unten waren? Er hat erzählt, dass Sie gehackt wurden. Ich kümmere mich darum. Gut. Ich schlafe ruhiger, wenn ich weiß, dass ein erfahrener Agent den Fall bearbeitet. Können Sie mir etwas über die Hacker sagen? Ich weiß doch, wer die Hacker ist. Feldagent? Ein Agenten? Wir kennen diesen Laden doch, Jensen. Es gibt hier zwei Arten von Mitarbeitern. Die einen sind draußen im Einsatz und beschaffen Infos, die anderen analysieren sie. Und für so einen halten Sie Chang? Ich glaube, dass Chang zu viel Zeit in seinem Kopf verbringt. Er ist sehr gut, kann aber die Hilfe der neuen Psychologin der Taskforce wirklich gebrauchen. Okay. Ja gut, ich frag trotzdem mal nach. Können Sie mir etwas über den Hack sagen? Chang weiß mehr als ich. Ich habe ihm nur gesagt, dass hier etwas vorgeht. Zugriffe auf Nebenkostenabrechnungen, unvollständige Auftragsinformationen. Solche Sachen. Sachen, die man leicht übersieht. Ihnen sind sie aufgefallen. Wenn man das so lange macht wie ich, achtet man auf jedes Detail. Außerdem tauchte diese alte Dame mehrmals auf. Alte Dame? Ziemlich redselig. Ich dachte, sie wäre einsam, aber dann habe ich gesehen, wie sie hinter meinem Rücken aufs Terminal gestarrt hat. Haben Sie sie darauf angesprochen? Ich hab's Chang gesagt, damit er einen Agenten drauf ansetzt. Die alte Dame haben wir gesehen. Unten in der Kanalisation. Okay, ich gehe da mal. Ich melde mich, wenn ich was finde. Aber bei Chang, nicht bei mir. Wegen meiner Tarnung. Ich bin froh, dass Ihnen bei dem Anschlag nichts passiert ist, Agent Jensen. Die Taskforce braucht gute Männer wie Sie. Danke, Sedlak. Passen Sie auf sich auf.